Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nicht erschrecken, ich bin's. Hadi! Hadi, da ist er wieder! Hier! Was? Er ist da drin in deinem Sessel! Hören Sie, Eddie, ich mache mir wirklich große Sorgen um Sie. Nicht nur gesundheitlich. Sie müssen jetzt erstmal wieder gesund werden. Also ich bin gesund, Martin. Mir geht's nie besser. Hallo? Wo ist denn deine Hose? Welche Hose? Eddie hat ein Problem. Einer ruft mir an, alle machen einen Bogen an mich. Ich bin von sämtlichen Freundschafts- und Gästelisten gestrichen worden. Ich bekomme nicht mal das mehr Geld. Eddie hat plötzlich einen Schutzengel. Sie denken, das liegt an diesen Erscheinungen. Das sind keine Erscheinungen, er ist einfach immer da. Eddie hat jetzt einen echten Buddy. Doch leider kann man sich seinen Schutzengel nicht aussuchen. Why do birds suddenly appear? Das ist ja schlimmer, als ich dachte. Der Typ ruiniert mein Leben. Der neue Film von Michael Bulli-Herbig. Ich bin hier, um dich auf Kurs zu bringen. Wo genau sitzt er? Genau neben dir. Hä? Versteh das doch endlich, Eddie, Sie können mich nicht sehen. Du siehst gar nicht aus wie ein Engel. Na, wie sehen Engel denn aus? So. Hör endlich mal auf dein Herz, Eddie. Du warst noch nie verliebt, oder? Diese Frau ist was Besonderes. Sie ist klug, sie sieht gut aus, sie hat Stil. Und ich rasiere mir weder die Beine noch die Achseln. Okay, das letzte war ein Scherz. Wolltest du mich hier verkuppeln? Ja. Komm, riskier mal was. Frauen lieben romantische Männer. Sie lieben es, wenn man die Hosen runterlässt. Aber wenn das Timing nicht stimmt, hast du verschissen. Sag einfach die Wahrheit. Also die Wahrheit ist, ich habe seit ein paar Tagen so einen Schutzengel. Geh mal schön zur Seite. Er steht direkt neben dir. Sein Name ist Buddy und er sagt mir ständig, dass du die Frau meines Lebens bist. Jetzt weiß ich, er hat recht. Die Wahrheit habe ich nicht gemeint. Eddie! Ah! Sag den Text. Hi. Sehr gut, weiter so. Hast du jemals eine Frau in den Schlaf gestreichelt, die du wirklich liebst? Ihr kleines süßes Zucken gespürt, bevor sie einschläft? Ich habe nur dieses Zucken am Auge, seitdem ich dich kenne. Ab 25. Dezember im Kino. Die haben mir meine Zähne geklaut. Ich tue alles für dich, was du willst. Entschuldigen Sie bitte, dass ich hier so unangemeldet reinplatze. Ich wollte Ihnen das hier geben. Endlich, wo bleibst du? Wir warten hier. Was? Ich bin wieder da. Das hat keinen Sinn mehr mit uns. Wir müssen uns Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Wer bist du? Seit wann fotografierst du? Seitdem ich kapiert habe, dass man verdrängt, was man nicht wahrhaben will. Haben Sie irgendwelche Angehörigen erreicht? Kannst du nicht wenigstens alle 30 Minuten bei dir reinschauen? Unfehlbare Dr. Frick. Ich bin nicht unfehlbar, aber ich gebe mir Mühe! Ich mache Fehler in der Klinik, zu Hause. Was für dich? Gilt Ihr Angebot noch? Ich hab's auch so ganz gern. Wenn man Spuren sieht, dass da jemand lebt. Du wirst bestimmt auch immer ein toller Großvater. Jede Zelle ist doch dazu bestimmt, ums Überleben zu kämpfen, bis zum Schluss. Ein, zwei Stunden, in Ruhe mal zusammensetzen. Danke, ich dachte, wir arbeiten. Sarah? Gefällt's dir? Jetzt. Und wenn du doch kurz mitgehst? In meinem Leben ist gerade viel los. Keine Sorge, wir werden noch viele Spuren hinterlassen. Wir wollen euch was sagen. Ja, wir wollten fragen, ob es Ihnen vielleicht was ausmacht, dass ich Ihre Tochter, also Sarah, ich... Auch, ich will sie heiraten. Ob das geht. Maria, ihm schmeckt's nicht. Nach dem Bestseller von Jan Weiler. Ich bin Jan und ich werde heiraten. Das ist Sarah, meine zukünftige. Und das ist ihr Vater, Antonio, Italiener. Ein Mann, der gern bestimmt. Den Ort unserer Hochzeit zum Beispiel. In Campobello. Wie Campobello? Ja, schön, dass wir das selber entscheiden dürfen. Also, auf nach Italien. Nach Campobello, um genau zu sein.
die neue Verwandtschaft kennenlernen. Und das alles. Du willst wirklich jede Sommerferien hier verbringen, ne? Ja, klar. Und Weihnachten auch? Tja, ist doch schön hier. Und was mach ich so lange? Wenn du machst die Tochter unglücklich, ich finde die überall. Jan, wenn ich dich hier sehe, mache ich mir Gedanken über die Differenz zwischen Integration und Assimilierung. Das ist ein Genpool von Wahnsinnigen. Ja! Jan, jetzt beruhig dich mal. Ich bin ruhig. Ich bin der Einzige hier, der ruhig ist. Irgendwann wird's leichter, oder? Nee. Denkst du an meine Meeresfrüchteallergie? Wir können nicht ständig für dich eine Extrawurst braten. Soll ich dir jetzt ein ärztliches Attest vorlegen, damit ich was Vernünftiges zu essen kriege, oder was? Was heißt satt auf Italienisch? Gibt's nicht auf Italienisch. Maria, non gli piace. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Maria, ihm schmeckt's nicht. Oh doch, ja, si, si. Maria, ihm schmeckt's nicht. Io ho Vorfahrt. Ich hab doch geblinkt. Qui, la Blinker. Heißt denn das jetzt? La Freccia. Si, la Frenia. La Frenia. Si, tu hai trovato mia Frenia. Io caro Chacos, Mia Frenia fa blim blim. Was ist denn? Also diese Frau in ihrem Roman, die mit dem Mann aufs Hotelzimmer geht und da Sex mit ihm hat. Das bin nicht ich, natürlich. Aber sie wären es gerne. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Ich will, dass du dich erinnerst, hier vor dieser Kamera. Ehrlich gesagt, würde ich das jetzt gerne fertig machen, das Interview. Das haben Sie schon immer gerne gemacht, oder? Was? Eine andere Identität annehmen. Wie meinen Sie das? Wir zwei hätten ein gemeinsames Leben haben können. Stattdessen sind wir geflüchtet vor dieser Nacht in unterschiedliche Richtungen und sitzen uns jetzt gegenüber wie zwei Fremde. Vielleicht gibt es nicht nur die eine Wahrheit. Du lügst! Wie war's denn? Vielleicht gibt es nur das, was unsere Erinnerung daraus macht. Hilfe! Wissen Sie noch, wo Sie sind? Entschuldigung, ich habe das Klavier gehört und dachte, hier ist die Hotelbar. Ich fürchte, nein. Ist das dein Zimmer? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ich bin deine Frau. Schenk mir dein Herz, ich pass auf, das Glück zieht ein in unser Haus. Ich hab es nur für dich gebaut. Wer war ich? Wer war ich früher? Sag's mir. Du warst ein Star. Deine Konzerte waren voll, wir haben jede Menge Platten verkauft. Guten Abend. Wir wollten jetzt Musik machen. Erinnerst du dich? Erst will ich ein anständiges Zimmer. Vorher trete ich nicht auf. Ah ja, klar. Du willst nicht im Ernst mit dem Schlagerfuß in die Band aufmachen? Und am Ende starten wir noch durch. Obwohl wir keine 80 mehr sind. Schau mich bitte nicht so an, du weißt doch ganz genau. So kann ich nicht singen,
Wir brauchen dringend einen neuen Text. Bis wir doch noch das Lied singen. Irgendwann. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.